Ferdl, du hast bereits 2 Pausen gehabt. Je mehr Pausen du machst, umso schwerer fällt dir das Weiterlaufen. Ich brauche eine Pause, verdammt nochmal. Vielleicht erzählt der Papa dem Ferdl mal, wie toll es dort oben für ihn ist und was dort alles auf ihn wartet. Von dem putzigen Häuschen, dem eigenen Zimmer, dem Bad mit der Dusche. Ferdl weiß, beim Wandern, da gibt es einen Trick. Man geht langsam, aber stetig. Nicht so wie die Mami, die rennt voraus, dann bleibt sie wieder stehen. Vielleicht lässt der Vater seine Binsenweisheiten mal beiseite und erklärt dem Sohn, was für eine schöne Überraschung dort auf ihn wartet. Herr Gott, nochmal. Du kriegst noch einen Herzinfarkt, wenn du so weiter rennst. Was denn für eine Überraschung? Ja, genau. Der Bauer hat mir gesagt, dass er eine Überraschung für dich hat. Aber er hat mir leider nicht gesagt, was das ist. Aber das werden wir jetzt rausfinden. Wieso? Wir hatten doch bisher jedes Jahr Glück mit dem Wetter. Aber Mama, kannst du noch mit der Traudel reden? Hast du ja einen Sonnenschutz gedacht? Ich muss unbedingt noch Plätzchen backen. Ich hab auch schon die Plätzchen backt man im Winter, meine Liebe. Das ist übrigens mein Hut. Du hast überhaupt nicht an diesen Scheißhut gedacht. Es ist mein Hut. Wann sind die denn endlich? Keine Ahnung, vielleicht muss die Traudel ja noch putzen, weil die anderen so spät weg sind. Ja, vielleicht wohnen wir doch da oben. Ich glaube, das gehört dem gar nicht. Das sieht mir auch eher wie ein Schwarzbau aus, wenn du mich fragst. Ja. Na, was sagt ihr zu dem Neubau? Ihr seid übrigens die Ersten. Wir haben bis gestern noch eingekriegt. Kommt's? Wir sind doch da oben, cool. Jetzt bin ich aber gespannt. Wieso fragt er uns überhaupt nicht, ob wir da wohnen wollen? Da ist Dusche. Alleine Duschen. Yes, endlich eine Spülmaschine. Das ist eine Mikrowelle. Was ich traurig geworden sei. Praktisch. Da, eine Brotmaschine. Elektrisch. Zum Finger abraspeln. Was ist jetzt? Pass auf. Ja, für den Schrank hätte ich dann gerne den Schlüssel, gell? Ist es nicht herrlich hier oben? Wunderbar. So, ich gehe jetzt nicht mehr. Ach, Ferdl. Habe ich dir eigentlich schon von meinem Elmauer Sagenbuch erzählt? Ja, hast du. Das kann gar nicht sein. Das habe ich nämlich letzte Woche erst gekauft. Eine Familie beim Bergwandern. Der Sohn, in deinem Alter auch, möchte nicht mehr weitergehen. Er setzt sich auf einen Stein und sagt, ich gehe keinen Schritt mehr weiter. Die Eltern sind ziemlich verzweifelt. Es beginnt bereits zu dämmern. Papa, hör auf. Das ist alles Käse. Auf einmal tut es einen gewaltigen Donnerschlag. Eine schwarze Wolke erscheint. Und als sich die schwarze Wolke wieder verzieht, was glaubst du, wer da vor ihm steht? Keine Ahnung. Wer denn? Der leibhaftige Teufel. Und die Hobergoss. Und der wilde Geselle. Man nennt die drei in der Gegend die wilde Jagd. Ja und? Ich werde dir jetzt mal erzählen, was die drei mit dem kleinen Jungen angestellt haben. Walter, erzähl ihm doch nicht solche Geschichten, da kann er wieder nicht einschlafen. Soll ich vielleicht nach oben tragen? Ich jedenfalls nicht. Da war ich zuerst. Das ist mir egal, ich schlafe auf Matratze. Ich schlafe hier. Nein, doch. Hallo. Seht ihr, wo ein drittes Bett ist? Nein, das kann gar nicht mehr. Das ist doch für uns drei gar kein Platz. Ich weiß auch gar nicht, ob ich hier überhaupt bleiben möchte. Das sind nur uns zwei. Jetzt freuen Sie sich. Und da hat der Zimmermann das Loch gelassen. Wir schlafen. Was soll denn das jetzt schon wieder? Quietscht nicht. Macht kein Geräusch, das war drüben immer das Problem. Komm, zieh dich aus, wir weinen jetzt ins Schlafzimmer ein. Sonst noch Wünsche? Ja, Mittagessen. Also, Juli steht nix. So, August, Findler. Ja, aber wir haben für Juli gebucht, sonst wären wir ja jetzt nicht da. Die Weiber, die kann doch spazieren, Fotzen. Ja, warten Sie mal, ich muss mal mit der Trau. Ja. Walter, klärst du uns bitte auf? Ja, offensichtlich hat uns jemand falsch eingetragen. Jemand? Ach so. Tradl, wem seine Schrift ist denn das da? Hä? Das hat Rose geschrieben. Nach 32 Ehejahren müsstest du meine Schrift langsam kennen. So, der Herr Fendler aus München hat aber eine Faxbestätigung von uns, dass das neue Apartment im Juli für ihn reserviert ist. Wie findest du denn das? Ja, zeig ihnen halt die Almzimmer. Die sind doch eh voll schöner. Das magst aber du. Das ist jetzt ein bisschen ein kleiner Skammel für einen Buben zum Schlafen, habe ich mir gedacht. Wird schon lange, gell? Und das ist ein sogenannter Aufenthaltsraum. Schränke für die Kleidung. Da vorne am Fenster ist ein kleines Tischchen mit Stühle. Und was gibt's hier für eine Überraschung? Überraschung? Ach ja, die Überraschung. Hast du die Fotografie da vorne an der Treppe gesehen? Nö. Komm. Und das ist das Schlafzimmer unser. Zirbenzimmer, sagen wir mal, als Zirbenholz. Wo ist eigentlich das Bad? Die Dusche, die ist unten, die zeige ich nicht an. Was ist denn da? Schafe und ein schwarzer Mann. Ganz genau, das ist die dunkle Gestalt. Und der Teufel und die Horbergoss, die haben sich in Schafe verwandelt.
komm erst mit. Ich zeige dir noch ganz was Besonderes. Das ist absolut nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Und ich denke, es ist das Beste, wir bleiben. Ganz genau. Was? Na, ich find's okay hier, wir bleiben. Ach so? So, geh mal, Zeug habt ihr dabei. So viel braucht ihr da herum gar nicht. Schau mal, Fanny, eines Haus haben wir auch schon. Und bestimmt ist es auch schön und groß. Und das mit dem Fernseher. Da hat er wohl an unseren Gedanken gelesen. Ja, stimmt, das ist total cool. Meine Frau steht ja mehr auf Sonne und Strand. Ja. Und bis vor ein paar Stunden habe ich mich auch noch auf dem Weg dorthin gesehen. Ach was, wieso? Ja, ja. Naja, eigentlich sollten wir in dem Häusel sein, in dem Sie jetzt sind. Nur der Bauer hat uns dann irrtümlicherweise auf den August gebucht. Aua, das ist ja blöd. Nein, nein, es ist schon in Ordnung. Mir sind die eh lieber die Einzimmer. Ich stehe auf dieses urige und bodenständige. Ich liebe den Geruch von Zirbenholz. Ich habe irgendwo gelesen, dass der Geruch von Zirbenholz verjüngend wirkt. Ja, ja. Das habe ich dann gleich meiner Frau erzählt. Und jetzt schauen wir mal. Also, in dem Sinne. Ja, schöne Ferien. Ja, ebenfalls. Oh, Mahlzeit. Der erinnere ich mich daran. Ich darf mir doch gleich mal so nehmen. Jetzt nehmt's euch mal. Aber was ist das? Das riecht so komisch. Das ist ein Fleischleiberl. Jetzt probier's halt mal. Das ist halt so eine spätgebärende Karrierefrau. Und er ist so ein Esoteriker. Keine Ahnung, sag's halt. Du hast doch so große Menschenkenntnis, rate. Sie hat was von einer abgehafteten Stewardess. Sie erinnert mich an die Mathelehrerin von der Farmklasse aus dem Angler-Gymnasium. Nee, das ist keine Lehrerin. Jurist, irgendwas Trockenes. Beinahe. Internet. Gab's da nicht so jemanden in diesem Film? Dann passt ja. Backen und Zähne. Ich komm gleich. Ja. Ah, wer kommt denn da? Entschuldigung, wenn er stört, dann... Darf ich wissen, was es in eurem Haus für eine Überraschung gibt? Ach so, du meinst die Überraschung. Ja, sei froh, dass du nicht bei uns wohnst. Ich sag's dir, oben auf dem Dachboden sind ganz viele Siebengeschläfer, die die ganze Nacht totalen Krach machen. Und die Eichhörnchen kommen bis zum Tisch und essen dir das Essen vom Teller. Hä? Oder vielleicht doch? Plötzlich war sich Martin gar nicht mehr so sicher. Schon aus? Schon aus. Was magst du denn für eine Puppe? Cinderella. Sag bloß, du hast sie nicht eingepackt. Doch, natürlich. Aber warum schaust du denn so? Walter, also ich weiß nicht recht, aber... Das ist ja... Also... Ah! Gut, dass uns das nicht auf dem Flughafen passiert ist. Das können Sie aber laut sagen. Meine Fanny, wenn die ohne ihre Puppen einschlafen muss, dann geht für die Welt unter. Ja, und meine Frau ohne ihre Töpfchen, Tiegelchen und Cremes nicht auszudenken. Achso. Danke übrigens. Du, Helmut. Mhm. Die 3-Tages-Wanderung. Wann machen wir denn jetzt die? Bald. Ja, wie bald? Am Wochenende ist da sicher die Hölle los. Ja, vorher. Nachher. Also, wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich sie gern schon diese Woche machen. Vergiss du bitte meinen Traubenzucker nicht. Als ob ich schon jemals deinen Traubenzucker vergessen hätte. So von morgen bis einschließlich Freitag. Wer weiß, wie lang's Wetter hält. Kriegst du das mit dem Quartier hin? Ich würde mich da gleich drum kümmern. Ja, mach das.
Warte mal, ja? Wie komme ich zu dem K, von dem so, du neulich erzählt hast? Ja, das ist ganz einfach. Du gehst immer die Markierung, die Richtung Filzmoossattel. Sobald du über der Waldgrenze bist, fängt das K an. Also, mach's gut. Das ist ein Traumplatz. Ja, danke. Dann verliere ich sie wahrscheinlich. Aber wenn ich mitkomme, dann verliere ich vielleicht mich selbst. Charlie, du hast so oft schon wieder neu angefangen. Und du hast viel. Ah, jetzt verstehe ich. Boah, sogar Judith hat eine Absage. Ach, sicher. Jetzt kann ich mir den Job. Kann ich bitte mitschauen? Das ist nämlich meine Lieblingssendung. Ja, klar, komm rein. Ich krieg bestimmt eine Zusage. Die Sachen, die sie macht, sind echt schräg. Ja, ich find's ja auch total cool. Mach dir mal ein bisschen Platz. Willst du vielleicht einen Orangensaft? Mhm. Okay, machen wir das. Ich mach noch die kleine Skulptur hier fertig und dann sehen wir uns. Ciao. Bitteschön. Danke. Wie heißt du denn? Ferdinand. Entschuldigung, ich wollte meinen Sohn abholen. Ferdl, kommst du bitte? Aber ich komme gleich, das ist meine Lieblingssendung. Wir beginnen unseren Urlaub mit Pilze und Beeren sammeln. Und nicht mit Fernsehen. Ausnahmsweise. Beweg dich. Bitte, los. Oh Mann. Dein Pulli. Also bei uns ist das auch die absolute Ausnahme. Bei uns wird nie ferngesehen, schon gar nicht in den Ferien. Entschuldigung. Ja, ja, ja. Einen schönen Tag noch. Tschüss. Ja, Susanne, mach das mal wieder weg. Ja, klar. So, jetzt ist aber endgültig Schluss. Mama, spiel jetzt hier nicht Mutter. Raus Jahres. Mit euch, ihr lahmen Entwieder. Raus mit euch. Erzähl mir wenigstens was von der wilden Jagd. Wie schaut denn der Teufel aus überhaupt? Das darf ich dir nicht erzählen. Hat mir die Mama verboten. Aber der Mama sagen wir doch nichts. Und wenn du nachts aufwachst, weil du Albträume hast? Weil du dich vor der Hovergors fürchtest? Hm? Genau, wieso heißt sie eigentlich Hovergors? Also gut. Hast du das auch gehört? Mhm. Da hinten. Komm. Ja, war. Ja, um Gottes Willen. Was ist denn mit Ihnen passiert? Ich habe mir das Knie verdreht. Jetzt kann ich nicht auftreten. Meine Güte, wie kriegen wir denn jetzt ins Tal runter? Ich habe eine Idee, Papa. Wir brechen den Ast ab, legen ihn drauf und ziehen ihn runter. Keine schlechte Idee. Weißt du was, du nimmst mal den Rucksack vom Herrn Bar. Und ich werde sie jetzt da einfach mal untergreifen und dann, ne? Ja, also, ja. Geht das so? Ja. Ja. Ja, 5 Personen, wie immer. Genau, alle ein Jahr älter und mindestens einen halben Meter länger. Ja, aber mein Problem ist, ich bin ja nur noch 2 Danke, Tage da und dann saus ich mit meinem Freund Richtung Süden. Das glaubst aber auch nur du. Gestern hat der Papa gesagt, er lässt dich auf keinen Fall. Könntest du endlich mal aufhören, dich überall einzumischen, wenn sich nichts angeht? Letztes Jahr hast du gesagt, du bringst uns das Jodeln bei. Stimmt. Und warum haben wir das nicht gemacht? Ja, komm, Risi, wir lernen das Jodeln und treten in Italien als Straßenjodlerin auf. Oh Gott, wer sagt denn, dass du mitkommst? Da hat aber jemand gute Laune. Das ist bestimmt unser letzter gemeinsamer Almurlaub. Ich war ja genauso. Endlich, der Sevi. Ich hätte nicht gedacht, dass alle Töchter das erben. Obwohl, die Mama. Familie ist ja eigentlich noch brav. Mama. Ja, Kinder Mama. Sind halt einfach so, da kommen wir nichts. Ich arbeite hier jeden Tag 15 Stunden, wenn du mich mitfahren lässt. Das kommt überhaupt nicht in Frage, das haben wir 1000 Mal besprochen. Ja, du wart mal kurz, gleich wird der Empfang besser. Ja.
Oh, Sebi, kannst du nicht schon morgen kommen? Bitte, ich sterbe hier vor Langeweile. Wie, was wird verschoben? Ja, und was heißt es jetzt? Wann kommst du denn? In 10 Tagen! Ja, und was wird jetzt mit unserer Reise in den Süden? Du jobbst doch wieder ab August. Nee, weißt du was, da musst du gar nicht mehr kommen. Um Gottes Willen. Was ist denn jetzt passiert? Ja, das Knie habe ich mal. Nein, auf die andere Seite. Dann kann er sich am Geländer abstützen. Was ist denn? Ich weiß auch nicht. Ach, den Rucksack, den lasse ich am besten hier stehen. Ja, den hole ich gleich. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Wirklich, ohne Sie wäre ich morgen noch da drum. Das sieht mir alles aber nicht gut aus. Da wirst du schon zum Arzt müssen. Aber was? Die Tage Ruhe, die Sache ist erledigt. Das glaube ich aber nicht. Gerade beim Knie muss man aufpassen. Du weißt, ja, das sind meine Ja, Bruder ja, war. Schon gut. Die 3-Tages-Wanderung, die kann ich ja jetzt absagen. Ach, Helmut, unser ganzer Urlaub ist im Eimer. Ehrlich, jetzt hör schon auf, überhaupt nichts ist im Eimer. Du musst aus jedem Dreck ein Riesendrama machen. Ich schau mal, ob die Traudel was zum Einreiben hat. Magst du einen Tee mit Schuss? Ja, bitte. Glaubst du nicht, dass ich da heraufkraxel, um mich nachher ins Bett zu legen? Ja. Wirst du, das kommt davon, wenn man sich im Urlaub zu schnell das Zeug legt. Ja. Du, ich habe ihm übrigens gesagt, dass du dir vielleicht heute... Naja. Was denn? Dass du dir vielleicht heute noch sein Knie anschaust. Wie bitte? Er hat mir halt leid getan. Weißt, das sah schon sehr schmerzhaft aus. Und dann an seinem ersten Urlaubstag. Ja, wie unterfragst du mich vorher nicht? Ich frag dich ja jetzt. Ach, Walter, weißt du manchmal also wirklich. Isst die Tomate. Muss ich jetzt darüber gehen, oder was? Nein, nein, dann bleibst du eben hier. Also, das ist ja kein Problem. Oh. Nelly, du Geschaftelhuberin, ich weiß schon selber, was ich machen muss. Die Frau kennt sich aus. Die hilft uns, dass wir das Richtige tun. Ich will es nicht. Sag mal, wieso wehrst du dich eigentlich so abartig? Meinem Gefühl nach musst du längst ins Krankenhaus zum Röntgen. Denn doch nicht bei der Schwellung. Da sieht man überhaupt nichts. So, da wären wir. Mein Mann, Frau Fendler. Guten Abend. Und? Ja, ich möchte gleich sagen, dass ich seit 5 Jahren nicht mehr als Masseurin arbeite. Was machen Sie stattdessen? Ich leite eine physiotherapeutische Abteilung, 25 Mitarbeiter habe ich. Wir wollten Sie eigentlich nur um Ihren Rat bitten. Bei einer Knieverletzung, da kann man nicht vorsichtig genug sein. Mhm. Ja, gut, dann schaue ich es mir mal an. Na, es ist natürlich so ganz schwer für mich, da was zu sagen. Also, Röntgen wäre halt wichtig, ne? Aber dafür müsste natürlich erstmal die Schwellung zurückgehen. Hm. Vielen Dank, dass Sie mir bestätigen, was ich gerade zu meiner Frau gesagt habe. Ach so. Ja, dann bitte ich vielmals um Entschuldigung, Herr Doktor. Mein Mann wollte unbedingt, dass ich herkomme. Ja. Haben Sie vielen Dank. So ist das immer mit Ärzten. Wenn Sie selber mal Hilfe brauchen, dann... Dann gehe ich jetzt mal wieder. Schönen Abend noch. Sag mal, wieso bist denn du so ekelhaft? Hallo Mama, schade, dass du nicht mitkommst. Könntest ruhig ein paar Kilo abnehmen. Schau lieber zu, dass du ein paar Muskeln draufkriegst. Tschüss. Tschüss. Pass auf, mit der Sonne ist sehr stark hier oben. Ja, ja. Macht euch um mich mal keine Gedanken. Ciao Mama. Ciao. Ich wollte nur sagen, dass ich für den Papa koche. Ich kann dir dabei doch behilflich sein. Was habe ich auf einmal für brave Töchter? Ich brauche überhaupt niemanden. Die Traudel sorgt für mich und wenn dein Sebi auftaucht, dann... Der kann mich echt mal am Arsch lecken. Psst. Was ist denn? Ja, vergiss es. Kann ich nicht einfach hierbleiben? Bitte. Nein. Servus. Grüß Gott. Auf welcher ist die wilde Jagd erschienen? Laut Elmore Sagenbuch auf beiden. Dann entscheid du. Hochtalalm. Okay. Los geht's. Liebst du den Papa noch? Oder was ist das zwischen euch? Natürlich lieben wir uns noch. Vielleicht anders als früher. Aber woran merkst du denn, dass du ihn noch liebst? Also, wenn ich ehrlich bin, wir sind uns sehr vertraut.
nach 17 Jahren. Ich frag ja nur, weil ich und Sebi sind jetzt gerade mal seit 10 Monaten zusammen. Ich könnte ihn jetzt schon an die Wand klatschen. Ja, jetzt mal langsam. Es ist eben ein Musiker. Er braucht seinen Freiraum, das musst du akzeptieren. So, schau her. Radl. Du bist ein Schatz, weißt du das? Wie geht's denn mit dir? Ja, die Sonne tut mir gut. Ja, da habe ich nur Salm gefunden. Schmier die Ei damit, das nutzt ganz bestimmt. Danke. Na, Karin, hört's ja noch? Oh ja. Ich habe ja noch was mitgebracht. Schmeckt's? Schmeckt. Und die Luft hier oben schmeckt mir. Und überhaupt den Platz kaufe ich euch ab und nehme mit nach Hause. Papa, ist es noch weit, eine Schubkitchen bereit zu machen? Nein, nein, jetzt haben wir es gleich. Schau, da vorne ist die ein. Ja, endlich. Beim Flaschendrehen war die dabei. Mit Küssen. Ich hab's gesehen. Wie? Ich hab's richtig, mit Küssen stimmt gewischt. Doch überhaupt nicht. Eben. Und ja, wir sind nämlich auch noch ein ganz schönes Thema. Wir hatten letzte Woche zum Beispiel. Wissen nicht, fand ich ganz gut. Kabel! Das kennt sich doch. Das ist ja eine Überraschung. Soll ich es vielleicht erzählen? Hey, hallo. Ja, wo kommst du denn her? Ja, wir wurden vom Gewitter überrascht. Oh mein Gott, wo sind denn deine Eltern? Ach, hallo. Hallo. Ach Gott, die Arme. Wir sind total in das Gewitter gekommen. Aber wisst ihr was? Ich habe keine Lust mehr. Wollen wir mal rübergehen? Ich mag auch nicht mehr. Magst du mitkommen? Da gibt's Platz mit 18 Kanälen. Echt? Da staunst du, was? Moment mal, ihr werdet doch nicht alle... Schlechte Luft. Du bist doch ganz nass. Schau mal, aber später. Kein Problem, dann kriegt er was von mir. Du hast ihn doch gar nicht. Ach, dann kriegt er was von der Kathi. Das geht schon. Setzen Sie sich doch. Ich kann Ihnen ja leider nichts von meinen Sachen anbieten. Schade. Wäre genau mein Geschmack gewesen. Ja, du Sebi, ich habe leider gar nicht so viel Zeit. Ja, die Hütte ist voller Gäste. Ja, der Job ist toll. Ja, ich krieg wahnsinnig viel Trinkgeld. Ja, und jeden Abend möchte mich ein Verehrer mit nach Hause begleiten. Das ist kein Witz. Und wenn du hier wärst, kannst du dich davon überzeugen. Ja, es ist jetzt eh gar nicht so wichtig, dass du kommst. Ich hab die Reise jetzt eh für mich abgehakt. Ja, du, ich muss jetzt auch mal wieder ins Gewühl. Also, ciao. Und dann wandern wir weiter zur Sonntagsalm, wo wir dann wieder übernachten. Schöne Tour. Eine Frage. Wir suchen noch ein paar Leute für unsere Mondscheinwanderung auf den Spielkogel. Seid ihr dabei? Ja, tut mir leid. Das ist aber eigentlich was ganz was Tolles. Waren Sie schon mal bei einem Mondschein auf dem Gipfel? Nein. Das sollten Sie unbedingt mal machen. Ich war letztes Jahr zum ersten Mal. Das ist ein Wahnsinnserlebnis. Also für heute bin ich erstmal froh, wenn ich den Viertelheil nach Hause kriege. Aber danke. Gute Idee. Werde ich mir merken. Ach, mein, wie friedlich die da sitzen. Typisch Werl. Hahn im Korb war es schon immer gern. Ah, da kommt ja mein Papa. Ich frag ihn gleich mal. Sag einfach, wir brauchen dich unbedingt zum Spielen. Oh je, jetzt kommt ein Attentat. Das sehe ich schon. Papa, ich mag hier bleiben. Die Mädels haben mir auch schon im Bett hergelegt. Nein, Ferdinand. Die Mama wartet auf uns. Wir müssen bald los. Ich möchte nicht in die Dunkelheit kommen. Papa, bitte, bitte darf ich hier bleiben. Ja. Alles klar, gib ihrer Frau weiter. Na, das mache ich jetzt gleich. Einen schönen Abend euch da drum. Karin, sind Sie da? Ja. Ihr Mann hat gerade angerufen. Die sind in der Gewitter gekommen und übernachten auf der Hochtalarm. Ach, und? Das ist alles in Ordnung. Und Sie sollen sich ja keine Sorgen machen, hat er gesagt. Na, der ist gut. Mei, darf ich dir noch um was bitten? Hm? Draußen sind ein Haufen Leute und die wollen alle Augenblick was anderes. War das vielleicht ausnahmsweise möglich, dass Sie mir Herrn Doktor das Essen bringen?
Frag den Tom. Hallo. Die Bäuerin hat mich gebeten, wo darf ich das denn hinstellen? Auf den Tisch, danke. Und, geht's Ihnen besser? Ja, ja, geht's besser. Die Schwellung geht zurück. Gut, prima, freut mich. Ja, dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Haben Sie schon was gegessen? Ja, nein, ich habe mir jetzt vorgenommen, abends nichts mehr zu essen. Im Urlaub, echt? Ja, gerade im Urlaub. Entschuldigen Sie wegen gestern. Ich bin sonst nicht so, aber... Kein Problem. Wollen Sie noch ein Glas Wein mit trinken? Eigentlich wollte ich einen Abendspaziergang machen. Ja, der rennt nicht weg. Ich habe einen ganz guten roten. Das geht in Ordnung. Er nimmt uns mit. Schön. Was kriegen Sie denn jetzt von mir? Nix. Aber, ich möchte Sie gern einladen. Danke. So, ihr Lieben, ich mache jetzt doch mit dem Vater vom Pferde die Mondscheintour auf dem Spielkugel. Dann pass auf, dass du nicht mondsichtig wirst. Schlaf gut, Werle. Und ihr macht's bitte nicht so lang. Ihr wisst, dass ihr morgen fit sein müsst. Papa. Du auch. Wo bin ich jetzt stehen geblieben? Ah, bei der Schrammbacherin. Eines Nachts kamen zwei Jungen und ein Mädel zu ihr auf die Alm und berichteten ihr von den schrecklichen Ereignissen der letzten Wochen. Es gab inzwischen kaum eine Alm, die nicht von der wilden Jagd heimgesucht wurde. Da lachte die Schrammbacherin und meinte, zu mir sollten sie sich mal hertrauen. Was heißt denn im entscheidenden Moment? Ja, wenn mir zum Beispiel ein Patient unter der Hand wegzusterben droht. Ja, aber das ist ein, Entschuldigung, total überalteter Standpunkt. Sie müssen doch zugeben, ja, ja, dass die Homöopathie gerade in den letzten Jahren bei so vielen Menschen das Bewusstsein erweitert hat. Also das ist ja nicht einfach so, Sie tun das immer so ab. Wenn ich nicht gut schlafe, kann ich am nächsten Tag die Diagnosen nicht richtig stellen. Und das können wir die Kügerln nicht garantieren. Homöopathie heißt ja nicht nur Kügeln, das ist auch noch mit Schulmedizin, dann braucht man darüber nicht streiten. Würden Sie es mir übel nehmen, wenn ich Sie bitte, dass wir einfach das Thema wechseln? Nein. Gut. Warum kleiden Sie sich eigentlich so zugeknöpft? So tue ich das? Fällt mir gar nicht auf. Ja, so als würden Sie was verbergen wollen. Vielleicht mache ich ein Geheimnis aus mir. Nee, das glaube ich nicht. Was glauben Sie denn? Ich glaube, Sie sind ein Mensch, der das Potenzial, das er hat, nicht ganz ausschöpft. Und was rät der Medizinmann? Machen Sie einen Knopf auf. Und dann sehen Sie mein ganzes Potenzial. Sie wissen schon, was ich meine. Ferdl und ich sind hier schon heimisch geworden. Und du? Mir geht's sehr gut. Ich meine nur nicht, dass du in zwei Tagen einen Höhenkoller kriegst und wir mit Sack und Pack in einer Nacht- und Nebelaktion ins Tal müssen. Ich hatte einen so schönen Tag gestern. Davon will ich noch ganz, ganz viele erleben.
Wir bleiben auf jeden Fall. Hoffentlich hält das Wetter auch. Fertig. Danke. Danke fürs Einreiben und den schönen Almurlaub und überhaupt für alles. Süßer. Magst du was trinken? Helmut. Folgendes. Und lass mich bitte ausreden. Ich mache das nämlich nur für dich. Oh, das wäre? Ich habe mit dem Arzt telefoniert und einen Termin für dich ausgemacht. Morgen früh um 10. Wie soll ich da bitte runterkommen? Auch das Problem ist gelöst. Der Bauer lässt sich ausnahmsweise mit der Seilbahn fahren. Nelly? Ja? Jetzt habe ich 2 Tage nur Ruhe gehabt. Kein Stress, keine Schmerzen, kein Problem. Du kommst zurück und schon geht's los. Helmut, du musst dieses, Helmut, du musst jenes. Ich habe einen Termin beim Arzt für dich gemacht. Den Bauern habe ich auch schon eingekauft. Was ist, wenn ich runterfliege von dem Ding? Wäre dir sowas recht? Ich habe meine 3-Tages-Wanderung abgebrochen, weil mir das mit deinem Knie keine Ruhe mehr gelassen hat. Der muss dich doch nur röntgen, dann wissen wir Bescheid. Ich sterbe schon vor Hunger. Was gibt's denn heute zum Essen? Gebratene Froschschenkel. Was ist denn das? Magst du das nicht? Haha, wieder mal sehr witzig. Ich wollte noch was sagen wegen gestern Abend. Also ich fand's wunderschön. Aber einmal ist Kalmar und wir halten uns dran, okay? Ja, genau das wollte ich auch sagen. Ist ja super, dass wir uns da so einig sind. Finde ich auch. Ich meine es aber ernst. Ich weiß. Egal, jetzt zieh du mal hier. Du darfst nur eine Farbe. Früher wurden die gar nicht lange gefragt. Da hieß es einfach 2 Wochen Filzmuseim und basta. Ich habe auch nie wen gefragt. Es ging einfach rein in den Flieger und ab auf die Kanaren. Na, jetzt wird's langsam ungemütlich. Weil die Resi hat ihren Freund und wahrscheinlich fahren wir nächstes Jahr so gar nicht mehr her. Ich habe mich am Anfang total quergestellt, weil es bergauf gehen ist ja überhaupt nichts für mich. Ich brauche die Sonne, das Meer, das Wasser. Aber ich muss sagen, langsam komme ich hier auf den Geschmack. Ich bin ja Krebs. Aszendent Krebs, was sind Sie denn für ein Sternzeichen? Ich bin ein Stier. Walter? Ja, ja, Schatz. Sag mal, musst du rauchen, wenn du da mit den Kindern sitzt? Ist ja völlig daneben. Entschuldigung. Liege aus, was nicht. Das merkt der gar nicht. Ah, jetzt schon wieder. Ja. Sehr erfrischend. Danke. Und gut gespeist? Mhm. Beim Kaiserschmarrn habe ich ein bisschen übertrieben. Was sind das für Leute? Erzähl. Du wirst lachen. Aber sie ist Krebs und er ist Steinbock. Und du bist besoffen. Die Traudel, die ist aber auch unmöglich mit ihrem Vogelbär. Ach übrigens, der Ferdl hat morgen Geburtstag. Und während du beim Arzt bist, kann ich ihm ja ein Geschenk kaufen. Aha, ja. Nur zu. Da plötzlich hört die Schrammbarerin ein Geräusch über sich. Anfangs denkt sie, es sind die 7 Schläfer, die sie zuweilen besuchen. Doch dann hört sie ein Flüstern, das immer näher kommt. Sie kennt es nicht. Irgendwann hat sie keine Geduld mehr, springt aus dem Bett, zieht ihr Lederkostüm an, nimmt Pfeil und Bogen und springt mit einem lauten Schrei ins Freie. Aber woher kann sie denn auf einmal Bogen schießen? Ja, das kann sie. Sie ist eine ganz moderne Sennerin. Sie hat 6 Wochen Kampfsport betrieben, bevor sie auf die Alm gegangen ist. Aber dann gib ihr doch lieber einen Revolver. Oder so ein Jagdgewehr. Oder eine Pumpgun. Dann springt sie mit einem lauten Schrei ins Freie und sagt, wer auch immer ihr seid, ich fürchte mich vor niemandem. Stille. Alles ist dunkel um sie und sie kann nichts mehr erkennen. Und das Flüstern kommt immer, immer näher. Helmut. Helmut.
So, geht's? Ja, ja. Also, heute ist Ski noch einmal in der Mitte. Ja. Da kann dann gar nichts passieren. Ja. Geht's so? Ja, weiß nicht. Ja, okay, da kannst du dich alleine. Danke. Also dann. Aber langsam, ja? Ja, ganz langsam geht's so. Weil eilig hab ich's nicht. Angst. Karin, ich habe jetzt den Karottensaft, die Grillsachen sowieso, die Batterien für den Pferdel und sag, hast du die Zahnschmerztabletten für den Pferdel? Ja, na eben nicht. Aber nimm lieber die Zäpfchen. Zäpfchen. Ja, genau, noch irgendeine Sonnencreme. Ja, nee, nicht irgendeine. Da brauche ich eine ganz bestimmte. Pass mal auf, da musst du ins Reformhaus gehen. Vielleicht habe ich ein Pröbchen davon da, dann findest du dich leichter zurecht. Also, da gibt es, vorsicht mal eine Creme. Da gibt es von Dr. Resch, gibt es, das hat aber nur 20er Lichtschutzfaktor. Die grüne hat, glaube ich, nur 20. Du nimmst die blaue und die haben 40er Lichtschutzfaktor. Das braucht man mindestens. Ja. Wenn die das nicht haben, weil das gibt's nicht immer. Gehst du in die Apotheke? Karin, das ist mir zu kompliziert. Ich schlage vor, du kommst mit. Ach, Walter, nee, ich wollte doch heute eigentlich mal. Obwohl. Ja, das finde ich eine gute Idee. Du, pass auf, dass du dir nicht den Knöchel verstauchst. Ein Invalide genügt. Sag, Helmut, du hast doch hoffentlich die Autoschlüssel dabei. Was? Ja. Bei einem Invaliden schleppe ich nämlich nicht 4 Kilometer. Also, wir machen uns dann mal jetzt auf den Weg. Pferde, gell, du weißt Bescheid. Wissen Sie schon, wie mein Vater ins Tal runterkommt? Ja, das haben wir gehört. Dein Papa ist wirklich sehr mutig. Ja, Pferde, die Theresa hat das Kommando, dass mir da keine Klagen kommen. Aber dass du mir ja nicht die Batterien für den CD-Player vergisst. Übrigens, die Bäuerin meint, sie hat für euch alle ganz viel Arbeit. Das heißt also auch für dich, gell, Schätzchen? Ja, gut, Mama. Tag. Wir hatten telefoniert. Dr. Barr. Grüß Gott. Jetzt hat gerade vor ein paar Minuten der Herr Doktor einen Arbeitsunfall reingekriegt. Also das bedeutet, Sie müssen eine Stunde ungefähr warten. Tut mir leid. Jetzt eine Stunde, ne? Grüß Gott. Wo bist du denn? Da gleich. Ja, jetzt. Ja. Aber da nutzt sie schon mal die Zeit und macht den Einkauf, ne? Ja, ja. Wiedersehen. Und wo treffen wir uns nachher? Ich würde sagen, in einem Café da vorne. Gut. Ach, und Walter, machst du das Geburtstagsgeschenk für den Pferdel? Ja. Aber keine Videospiele, ja? Grüß Gott. Grüß Gott. Ich brauche ein Medikament, und zwar Parkamol als Zäpfchen. Gibt's nicht. Natürlich gibt's das. Ich verwende das ja dauernd. Ja, bei uns nicht. Also bei uns gibt es nur in Tablettenform. Tablettenform, ja. Ja, und zwar hätten wir hier diese Parkamol 50 Milligramm. Das ist, was ich Ihnen anbieten kann. Karin! Ach, hallo! Lassen Sie sich jetzt doch untersuchen, finde ich vernünftig. Ja. Gerade habe ich an unseren Abend gedacht und schon stehen Sie vor mir. Da, steigen Sie doch auf Allopathie um. Ja. Das ist nur wie Pferdel hat meine Zahnweh. Ich hoffe, ich habe Sie neulich bei unserem Abend nicht allzu. Danke. Was jetzt? Ich hoffe, ich habe Sie an unserem Abend nicht irgendwie. Irgendwie? Ja, dass ich Ihnen irgendwie. So, Herr Kollege, tut mir leid, dass Sie so lange warten müssen. Wir machen aber jetzt gleich das Röntgen. Danke. Die Frau Gemahlin, das freut mich. Vielleicht sind Sie so lieb, gehen Sie in den Garten ein bisschen zur Hand beim Hose ausziehen. Da drüben geht's rein. Ich bin in 2 Minuten bei Ihnen. Wir beide. Grüß Gott, Frau Barr.
Ach, das ist ja lustig. Seid ihr heute auch hier, ja? Ja, ich suche noch so ein paar Sachen für den Viertel, so Kaugummi-Zeugs. Es sind gar keine Kaugummi. Ach so? Naja. Wollen wir hier schnell was trinken? Du, tut mir leid, ich habe überhaupt keine Zeit. Ich muss noch 1000 Sachen erledigen und ich muss noch den Helmut vom Arzt abholen. Dann komme ich mit. Kleines Gläschen. Grüß Gott. Grüß Gott. Wir würden gerne was trinken. Das ist die Rezeption, wir sind ein Hotel hier. Ach so. Hätten Sie denn dann vielleicht ein Zimmer für uns? Ja, gerade ist eins frei geworden. Das geht aber auf die Straße. Ja, das macht nichts. Könnten wir uns das ansehen? Ja, aber selbstverständlich. Zimmer 425. Der Lift ist da vorne links. 4. Stock. Was soll denn das? Das Zimmer ist uns doch zu laut, aber trotzdem, vielen Dank. Bitte, bitte, keine Ursache. Also, ich kann beim besten Willen keinen Bruch entdecken. Distorsionen sind halt leider viel schmerzhafter als eine Fraktur. Aber wem sage ich das? Ich schreibe Ihnen eine Traumasalbe auf. Massagen und spezielle Umschläge wären natürlich hilfreich. Die bekomme ich. Ich bin Physiotherapeutin. Na bitte, was wollen wir mehr? Hey Sebi, ich bin's, die Kathi. Ja, ja, wir feiern hier einen riesen Geburtstag. Die Resis sind schon wie verrückt. Ach so, wann kommst du denn? Morgen? Echt, da wird sich die Resi sicher freuen. Du, warte, red mal ein bisschen lauter, ich verstehe hier gar nichts. Ach so, ich soll's dir nicht sagen. Überraschung. Okay, wie du meinst. Also dann bis morgen. Ciao. Wie sieht's denn aus beim Fleisch? Ja, der Hunger ist da. Also der zweite Gang, wer soweit? Helmut, was möchtest du essen? Ein Hühnchen oder eine Wurst? Edel. Und Sie? Ja, für mich auch. Okay. Das ist aber lieb. Dankeschön. Was wollt ihr haben? Hühnchen oder Wurst? Ich will Hühnchen. Würstchen? Würstchen, okay. Natürlich. Entschuldigung, wenn ich mich jetzt stören, darf ich die Bestellung entgegennehmen. Oh, wenn man Appetit, oder? Hinten habt ihr Familie. Ein Hebelhaxen und. Naja, das lasse ich doch bleiben. Und wenn ich sie Darling nennen würde? Ja, ja, das würde ich durchgehen lassen. Dann könnte ich Karin Maus sagen. Dann sage ich Bär. Sollten wir uns nicht vorher duzen? Ja. Heli Berli? Karin Maus. Karin Maus. Hähnchenschenkel. Leider nicht halb so knusprig wie deine Schenkel. Kannst du das bitte lassen? Dann hätte ich gern noch ein Kotelett für meinen Mann.
und ein Kotelett für deine Frau. Kotelett, zart, aber dennoch mit Biss, genau wie deine Hüften. Und dann noch einen Käsekreiner für deinen Sohn. Käsekreiner. Dazu fällt mir jetzt leider überhaupt kein passender Vergleich ein. Dir vielleicht? Und wann krieg ich wieder mal was von dir? Ja, das werden wir dann sehen. So, Theresa, kannst du ein bisschen gemütlichere Tischmusik machen? Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag, lieber Pferde, zum Geburtstag viel Glück. Das kommt von vielen Durcheinandersaufen, Schatzi, aber das weißt du seit Jahren. Ich trinke schon seit Jahren nicht mehr durcheinander. Aber gestern, es war einfach zu viel. Boah. Wir sollten mal ein bisschen Pause machen mit den Fendlers. Ich meine, der Viertel ist ja echt ein lieber Bub, aber boah, der ist auch ganz schön anstrengend. Ja, kein Wunder, bei dem Vater. Du meinst bei der Mutter. Der Vater ist so gut wie nicht vorhanden und der Bub hat ADS, wenn du mich fragst. Die mäht doch wie ein Traktor alles nieder und er macht das einzig Richtige, wenn du mich fragst. Er trägt's mit Fassung. Er ist ein Waschlappen. Oh Gott, ich sterbe. Ich hab dir doch gesagt, wenn du Alkohol trinkst, musst du vorher fett essen. Ja, damit ich mit 10 Kilo mehr nach Hause fahre, danke. Trink halt das nächste Mal weniger. Und dir geht's gut, ja? Nicht klagen. Aber du hast mich auch ganz schön gebechert. Dass du das mitbekommen hast? So blau, wie du warst? Ja, weil mir diese Oberkellnerin das Glas dauernd wieder aufgefüllt hat, was ich auf dem Tod nicht ausstehen kann. Du und dieser Oberarzt. Ihr wart dermaßen besoffen, ihr seid schier unter den Tisch gekippt. Schade, dass ich das nicht fotografiert habe. Hä? Was redest du denn da? Und wie du dann halbnackt auf den Tisch geklettert bist, um einen Striptease hinzulegen. Walter, du lügst. Ich habe mindestens 7 Zeugen. Frag mal, wie dein Sohn die Sache gesehen hat. Walter, du willst mir doch jetzt was reindrücken. Oh Gott, mein Kopf. Oh mein Kopf. Ohne Sattel. Also wie in Indiana. Genau. Das gab's aber auch noch du. Ohne Sattel fährst du das sowieso gleich runter. Und mein Haar soll voller Almrausch sein. Wer begleitet mich heute zum Filzmusshandel? Heute ist keine Zeit. Die Violetta kommt. Die wer? Ja, der Bauer hat letzten Winter so eine Haflinger Stute gekauft und bringt die heute mit auf die Alm und anscheinend dürfen wir sie heute alle reiten. Du kannst doch gar nicht reiten. Ja, der Bauer führt sie doch an den Zügeln. Mhm. Naja, wie auch immer. Ich möchte, dass du dich heute ein bisschen um die Mami kümmerst. Da geht's nämlich nicht so gut. Wenn ich Zeit hab, okay. Nein, nein, nein. Wenn du Zeit hast, du wirst die Zeit nehmen. Heute bist du der Mann im Haus. Hallo. Wo treibst du dich denn hin? Zum Filzmooshandel. Bist du sicher? Ja, ganz sicher. Ich dachte nur, vielleicht willst du dich 2 Sekunden mit mir unterhalten. Also, was hast du mir zu sagen? Schade, dass es hier weit und breit keine Hotelzimmer gibt. Weißt du eigentlich, dass du ein Waschlappen bist? Wie? Mein Mann nennt dich so. Ach, du hast mit deinem Mann... Ich hab gar nichts. Ich hab deine Frau einen Traktor genannt, der alles niedermäht. Ach so. Und mein Mann meint, deine Frau ist nur deswegen ein Traktor, der alles niedermäht, weil du eben ein Waschlappen bist. Ja, das klingt ja eigentlich ganz schlüssig. Walter, kannst du mich mal bitte ganz schnell und ganz lang küssen? Darf ich vorher noch was zu deinem Mann sagen? Darfst du nicht. Ich finde ihn eigentlich gar nicht so unsympathisch. Ich nur sagen,
Violetta braucht jetzt erst einmal 2 Stunden Pause. Ja, und dann kannst du bei der beiden Brotzeit machen. Und du kannst es dann einteilen, der Reifen von Nacht daran, oder? Okay, Fanny, ich habe dich und Ferdl jetzt morgen von 11 bis 12 eingetragen. Und was ist mit Montag? Nur die Ruhe. Kannst du mich morgen nach dir zum Galoppieren eintragen? Du darfst du noch gar nicht ohne Begleitung, hat der Bauer gesagt. Resi, kommst du mal, da ist jemand für dich. Wer denn? Keine Ahnung. Wer könnte das sein? Ich weiß nicht, aber ich kann ja für dich da weitermachen. Hey Sebi, was für eine Überraschung. Musst du gar nicht arbeiten. Hast du heute frei? Ja, sozusagen. Aha. Fräulein, bring uns mal bitte ein schönes, kaltes, frisches Bier. Ich sterbe vor Durst. Saulustig. Wo sind denn jetzt die ganzen Dorfburschen, die die alle so verehren? Sind die auf dem Klo? Die kommen erst nach Feierabend. Aha. Die müssen untertags arbeiten, so wie ich. Schau, schau. Auf den Blödmann. Sag mal, was soll das Ganze? Lady Kuh. Und was soll das mit den 10 Tagen, du Arsch? Die Therese hat gesagt, das geht. Nun trag mich endlich ein. Weißt, die beiden dürfen nur im Schritt reiten. Außerdem muss der Bauer dabei sein. Trag ihn endlich ein. Das geht aber nicht. Hast du Schmalz in den Ohren? Du und Therese, ihr tut ja nur auf Wichtig. Ihr könntet uns doch Reitstunden geben. Ihr könntet uns zeigen, wie man galoppiert, verdammt nochmal. Du, Fanny, hältst jetzt überhaupt mal der Maul. Du weißt ganz genau, dass man mindestens 10 Reitstunden braucht. Komm, bevor wir gehen zu deiner Mutter und fragen sie. Genau. Mama! Mama? Ist auch nicht. Dein Parfum macht mich rasend. Alma, bitte lass das. Schon zu spät. In erster Linie liebst du dich. Du willst es nicht kapieren. Du liebst deine beschissene Band und deine scheiß Songs. Wie oft soll ich da jetzt eigentlich los haben? Du und die Musik, ihr habt nichts miteinander zum Tor. Was machst du denn da? Ich such dich schon überall. Ich hab dem Helmut sein krankes Knie eingesalbt. Wieso, was muss? Die Resi und die Kathi sind solche Arschgeigen. Die denken, sie können alles bestimmen. Und lass uns einfach nicht auf der Violetta galoppieren. Doch, jetzt Moment mal, ja? Mit dem Bauern war ausgemacht, dass ihr nur reiten dürft, wenn er selbst das Pferd führt. Und das finde ich absolut korrekt, ja? Aber wir wollen auch galoppieren, verdammt nochmal. Ferdinand, in deinem Alter, da geht eben noch nicht alles, okay? Ach, ihr seid doch alle uns gemein! Ja, soll wohl nicht sein. Die werden sich wundern. Wir gehen jetzt zu meinem Papa. Der sammelt da oben Pilze. Und ich sag dir, der hilft uns garantiert. Der hat mir noch immer geholfen. Stell dir das mal vor. Nur wir beide. Jedes Wochenende ein anderes Tal. 2 volle Tage nur unterwegs. Jeden Tag mindestens 3 Almen. Und 2 Gipfel. Und gelegentlich ein Nest zum Kuscheln für uns 2. Und irgendwann sind wir 3. Oder 4. Nein. 5. Nein. Ein völlig neues Leben. In einer völlig anderen Welt. Schaust du bitte mal auf die Uhr? 5:30. Halb sechs? Ja. Danke. Hast du alles? Ja. Papa, wo bist du? Wir brauchen dich dringend. Vielleicht sucht er seine Pizza heute ganz woanders. Nein, nein, ich verstehe das nicht. Papa, wo bist du die ganze Zeit? Was meinst du? Siehst du ihn? Wen? Dein Papa? Nein, den schwarzen Mann. Wen? Ich sehe niemanden. Ach, ich erzähl's dir gleich. Komm einfach mit. Ich hab doch so ein Bild in meinem Zimmer hängen. Und auf diesem Bild sind ganz viele Schafe und dieser schwarze Mann. Ja, und was weiter? Und mein Vater hat erzählt, dieser schwarze Mann ist der dunkle Gesell von der wilden Jagd. Was?
ein schwarzer Mann. Komisch, ich verstehe das nicht. Schau, das ist bestimmt sein Versteck. Ja, meinetwegen, aber komm, lass uns runtergehen. Mir ist total kalt. Ich hab eine Idee. Wir spielen jetzt Schäferhund. Seid ihr? Meldet euch! Vielleicht sind sie ja doch beim Walter. Oder bei der Mama. Oh Gott, hier ist eine Schlange! Da, 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 kommen Sie. Walter, ist der Ferdl bei euch? Ist die Fanny bei euch? Was? Der Ferdl. Die Fanny und der Ferdl sind seit 3 Stunden weg. Wie bitte? Wir haben die Bergrettung noch nicht verständigt, weil wir gehofft haben, dass sie vielleicht bei euch dabei sind. Wieso denn bei uns? Also ich war allein unterwegs. Also ich bin weiter hochgegangen als sonst, aber... Gedacht, vielleicht verkehrt oder sonst irgendwie. Ja, habt ihr denn hier schon alles abgesucht? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Wart ihr drüben im Hochmoor? Bitte. Ah. Oh Gott, Mama, die sind wirklich weg. Ich bin dann schuld, ich weiß es. Ach, so ein Schmarrn, hör doch auf. Na, weil sie wollte ihn nicht galoppieren lassen, das ist auch vollkommen in Ordnung gewesen. Dann habe ich noch gesehen, wie die beiden hoch sind zum Almboden. Da wollte er sich wahrscheinlich bei seinem Papa ausholen. Und da warst du ja heute nicht, bist ja irgendwie, was weiß ich, wo du hingestiegen bist. Wo warst du denn überhaupt? Entschuldigung, aber das war doch wohl heute der erste Tag, an dem nicht ihr Mann, sondern sie auf ihren Sohn hätten aufpassen sollen. Wirklich nicht der Zeitpunkt, dich in andere Leute Dinge Ich rufe euch nur. Und ihr überlegt euch jetzt, was die zwei auch gehabt haben. Genau. Wir brauchen die genaue Beschreibung. Hier ist der Ruf O und dann kommen wir dir. Das ist der Moment, wo man ganz ruhig ist. Gut, dann wissen wir jetzt, was wir zum Tor haben. Ich gehe auf alle Fälle mit. Na, nix für ungut, aber so wie er ist, beieinander seid, glaube ich, ist gescheiter, ist bleibt's da. Wieso beieinander seid? Ich habe die Kondition eines Spitzensportlers. Ich werde mich doch jetzt hier nicht hinsetzen und warten. Ich auch nicht. Ich muss was tun. Ich muss helfen. Du bleibst da, du kannst. Am besten könnt ihr uns helfen, wenn ihr Ruhe gibt und die Nerven bewahrt. Die Männer da herum kennen jeden Storn, die gehen auch mit. Also lehnt euch zurück und wir bringen euch die aus. Ich verstehe sowas nicht. Das schadet doch jetzt niemandem, wenn ich nicht zurückgehen. Ja, lasst die doch ihre Arbeit machen. Bitte, ihr stört da nicht umeinander diskutieren. Ihr bleibt da und aus. Für den Fall, dass uns noch was sagen wollt, dann lassen wir euch die 2 Funkgeräte da. Ihr wisst ja eh, was denn da ist. Ja, sowieso. Du, hier, jetzt kann ich dich ganz kurz sprechen. Ja, was ist? Bitte sagt ihnen, sie sollen mich mitnehmen. Vor den Männern haben die beiden wahrscheinlich Angst und verkriechen sich. Meine Stimme dagegen kennen sie gut. Für die und Kathi habe ich eine bessere Aufgabe. Ihr tät die Eltern beruhigen, das ist viel wichtiger. Ja. Ja. Dann geh ich bei euch mit, oder? Ja, gut. Ich hab schon auf der Hochtour allem probiert. Da riert's aber keiner. Esst's bitte. Das ist gut für die Nerven. Ich hab vorhin zum heiligen Antonius Bett. Probiert es halt auch. Das hilft wirklich. Ich stell die beiden Dinger mal weg. Ich finde, wir sollten uns jetzt alle an den Händen fassen und den Kindern positive Energie schicken. Bitte, ja. Helmut, jetzt sei doch nicht so. Alter, das sind Dinge, die können wir nicht verordnen. Die Wirkung der Telepathie ist inzwischen überall erkannt und anerkannt. Ich finde das eine super Idee. Komm, jetzt gib mir mal deine Hand. Ich halte mich in die Suppe. Ja, das ist gescheit, das mache ich jetzt auch. Ich verstehe das ganze Getue nicht. Wir stecken doch alle 4 in derselben Scheiße. Karin, bitte gib mir deine Hand. Jetzt spiel ja nicht den Guru, Walter. Sie wollen doch auch, dass Ihr Sohn zurückkommt. Dann tun Sie es doch einfach. Jetzt ist Schluss, Nelly, ja? Weißt du eigentlich, was du hier anrichtest? Ich möchte etwas beitragen. Ich möchte etwas tun. Ja, ich kann hier nicht sitzen. Schon gut. Hilflos. Walter,
Geben Sie mir Ihre Hand. So, ist genug jetzt, Nelly. Wir gehen. Toll, wie Sie Ihrem Mann einfach immer drüber fahren. Ich bin eben nicht so eine liebe kleine Ehefrau, die immer spurt, wenn der Mann nur mit dem Finger schnippt. Lass mich, dass ich nicht lache. Anni! Pferde! Wir hätten das alles dem Hirsch überlassen sollen. Gott, warum habe ich nur diese Geschichten erzählt? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass die zwei aufgrund von den Geschichten... Wir waren auf der Draxler hinten und gingen zur Schortenaufe. Du, schaut auf jeden Fall bei alle Viechunterstehen vorbei. Oh Gott, mir ist schon ganz schlecht. Cool bleiben. Fanny, komm zurück. Bleibt's cool. Die sind Profis. Die machen das schon. Wir haben uns was angefangen. Meine Güte. Aber es lief doch eigentlich alles bestens. Ja, alles nur wegen dem Pferdl und seinem ADS. Die vier konnten wirklich gut miteinander. Glaubst du nicht, dass die Fanny von allein auf die Idee kommt? Der Pferdl und die Fanny sind die dicksten Freunde geworden. Und entschuldige, wir haben davon auch profitiert. Du weißt, wie die Fanny sein kann, wenn ihr Fahrt ist. Wie ist uns das passiert überhaupt? Was denn? Dass wir denen so nah geworden sind. Sie waren uns sympathisch, wir hatten Spaß miteinander und außerdem hat der Ferdl gleich tolle Spielkameraden gefunden. Ja, aber was für einen Preis zahlen wir dafür? Hättest du mich nur nie rübergeschickt zu seinem Knie, damit hat die ganze Scheiße angefangen. Du hast gesagt, wir bleiben hier. Was? Geh mal davon aus, dass was Größeres passiert ist. Alles wird gut. Alles wird gut. Zum Beispiel, dass die beiden von einem wilden Stier angefallen worden sind. Oder die Fanny ist in einen Graben gefallen und hat sich das Bein gebrochen. Und der Ferdl hat sich beim Hilfeholen verirrt. Was bringt es jetzt, dass du solche Horrorszenarien durchspielst? Ich mache mich eben mit dem Ärgsten vertraut. Weil der Satz, alles wird gut, der hilft mir nichts. Es tut mir leid. Ferdl, ich muss was trinken. Kann schon nicht. Warte, Fanny, da unten ist ein Bächlein. Ich höre schon plätschern. Das sagst du seit 2 Stunden. Aber diesmal höre ich wirklich. Ferdl, ich kann nicht mehr. Fanny, du kannst hier nicht liegen bleiben. Wir müssen weiter. Meine Füße brennen und ich habe lauter Blasen. Bitte hol mir was zum Trinken, Ferdl. Aber das ist doch... Komm, Fanny, ich habe ein Licht entdeckt. Los, das ist unsere Rettung. Was denn für ein Licht? Na ja, dann ist gescheiter, du rufst die Bergrettung von Forster an. Die sollen die Sonntagsräume und die Hamburger hinten machen. Na ja, ist gut. Was? Was hat ihr jetzt gesagt? Was heißt das? Ich glaube, die weichen die Suche aus. Walter. Wenn wir den Pferdl gesund wiederkriegen, dann machen wir diese Wallfahrt in dieses Dings da in Spanien. Wie heißt das? Santiago de Compostela. Und zwar zu Fuß. Ich werde ein Jahr lang auf jede Form von Alkohol verzichten. Du wirst mir keine Zigarillos mehr rauchen. Und du scheißt mir bitte den Pferdl nicht mehr so an. Entschuldigung, Walter, könnte ich dich ganz kurz sprechen? Der Ferdl wollte immer, dass ich ihm von der wilden Jagd erzähle und dann habe ich da so eine Figur erschaffen. Die Sennerin von der Schrambachalm und habe ihm erzählt, dass sie gegen den Teufel antritt und sich wilde Kämpfe mit ihm liefert. Und du meinst, die beiden sind... Du kennst ihn doch, er hat so eine blühende Fantasie. Außerdem ist die Schrambachalm nicht weit weg von hier. Danke, Theresa. Ich gebe es an die Suchtrupps weiter. Sagst du es bitte nicht deiner Frau. Ja, und? Was ist denn das für eine Geheimnistuerei, Walter? Kannst du... Hallo, kann mich jemand hören? Hier spricht Walter Fendler. Der Fendler, mir hören Sie. Was gibt's? Die Kinder könnten auf der Schrambachalm sein. Was, wo? Ja, ist zwar komplett die andere Richtung, aber danke für den Hinweis. Therese hat mich draufgebracht. Worauf denn? Walter, red mit mir! Eine Nachricht für den Herrn Fendler. Die Sängerin von der Schrambachalm hat gerade angerufen. Sie hat alles abgesucht, aber nichts gefunden.
Servus, wo kommt's denn ihr her? Ha? Sie war in den letzten Tagen anders als sonst. Wie anders? Ist dir das nicht aufgefallen? Was meinst du mit anders? Ja, sie hat zum Beispiel ihre Haare nicht mehr frisiert. Ja, schon, aber ich meine, wir sind ja im Urlaub. Du weißt doch, was sie da immer für eine Zeremonie aufgeführt hat, egal ob wir im Urlaub waren oder nicht. Ja, was willst du jetzt damit sagen? Ja, oder ihre Schuhe. Seit 2 Tagen rennt die mit schmutzigen Schuhen rum. Jetzt kommt's mir überhaupt. Ja, aber ich weiß immer noch nicht, wofür das ein Zeichen sein soll. Walter, sag mal ehrlich, hast du dem Pferde noch irgendwelche anderen Gruselgeschichten erzählt? Nicht, dass ich wüsste. Denn du weißt, wie seine Fantasie arbeitet. Ja, vielleicht hat er aus der Glotze was aufgeschnappt. Das glaube ich nicht. Die Mädchen gucken sich doch keine Gruselgeschichten an. Und als ihr da zu dieser anderen Alm gewandert seid, da, wo euch das Hagelgewitter fast erschlagen hätte. Kurz vor dem Gewitter? Was hättet ihr erzählen sollen? Da war doch gar keine Zeit. Nein, Walter, davor, bevor der Hagel kam. Da seid ihr doch mindestens 2 Stunden gelaufen. Und du hast den Ferdl bestimmt zum Gehen motivieren müssen. Walter, bitte sag mir die Wahrheit. Ich hab ihm nichts erzählt. Kannst du dir vorstellen, dass die Fanny sterben muss, damit wir zusammenbleiben? Was? Ja, kannst du dir vorstellen, dass die Kinder was auf sich nehmen, was eigentlich wir auf uns nehmen müssten? Jetzt lass aber die scheiß Familienaufstellerei aus dem Spiel. Ich will ja damit nur sagen, ich weiß, ich habe große Schuld auf mich geladen. Und der Gedanke, dass die Fanny jetzt diese Schuld auf sich nimmt, das ist so furchtbar. Karin, ich sag dir jetzt was, aber bitte hör mir zu und unterbrich mich nicht. An dem Tag, als ich mit dem Pferdl zur Hochtalalm gegangen bin, da, allerdings nach dem Gewitter, da kam es, ja, naja, sagen wir, zu einer denkwürdigen Begegnung. Wir wollten ja eigentlich noch zur nächsten Alm, aber dann kam dieses Unwetter dazwischen. Da haben uns alle in die warme Stube gedrängt und Würstelsuppe gegessen. Ja, und dann... Der Einsatzleiter ist dran. Schnee! Oh Gott. Ich meine, die sind noch gar nicht weggekommen. An die Eltern von der Fahne und vom Pferl. Die Kinder sind gefunden, sie sind unverletzt und es geht ihnen gut. Oh, der Rücklicht von der Hochenhütte hat mit halten Stein. Aber er hat uns den Dreher verschämt, weil das so ist. Ich kann nicht alles. Aber ich sag's gleich, die Fahne ist viel zu gescheit, dass ich irgendwas dran. Alles dran. Lass sie angucken. Gut hast du das. Ja, ein bisschen Schmutz. Ja, der Pferdl. Nein, der Pferdl ist auch wieder da. Mein Gott. Alles gut. Ist alles gut. Rufen geht schon. Jetzt sind wir aber gespannt. Ganz frisch. Pferdl? Bitte. Aber ich erzähle nur das eine, okay? Gut. Also, wie es anfängt dunkel zu werden und wir uns nach einem Schlafplatz umschauen, finden wir einen ganz alten Baum, auf dem man gut raufkraxeln kann. Dort oben machen wir unseren Schlafplatz und die Fanny schläft sofort ein. So kaputt ist sie. Ich schaue rauf zu den Sternen und bitte den lieben Gott, dass wir wieder zur Filzmusalm zurückfinden. Da plötzlich kommt ein starker Wind auf und die Blätter fangen an zu rascheln. Und auf einmal sehe ich 3 dunkle Gestalten an mir vorüberfliegen. Oder waren es vielleicht sogar Raubvögel? Wenn ich sage dunkle Gestalten, dann meine ich auch dunkle Gestalten. Am Anfang habe ich sie nicht erkannt.
Aber dann habe ich mich daran erinnert, was mein Vater mir von der wilden Jagd erzählt hat. Und von da an wusste ich, wer die drei Gestalten waren. Der Teufel, die Hovergors und noch so ein schwarzer Gesell. Und was dann? Hast du ihm die Hände geschüttelt? Jetzt lass ihn doch mal. Nein, aber er fragte mich, ob ich eine Göre namens Theresa kenne. Und ich fragte ihn, was willst du denn von dieser Nervensäge? Bravo! Und er meinte, diese Göre erzählt nur Lügenmärchen über uns. Weißt du, wo sie steckt? Wir müssen ihr nämlich eine Lektion erteilen. Sehr witzig. Zufrieden ist mir diese zurückgeschmeidig. Die Füllen haben Rotkrumen aufgegessen. Ich bin jedenfalls so froh, dass die wieder da nicht mein Schwanz ist. Gute Nacht, Papa. Also, liebe Eltern, zwischen mir und Sebi ist wieder alles im Lot. Das freut mich. Und deshalb haben wir uns überlegt, noch für 2 Wochen in den Süden zu fahren. Und da bräuchte ich natürlich euren Segen und vielleicht auch noch ein bisschen Geld. Ja, aber ich will auch mit. Auf gar keinen Fall, du bist viel zu jung. Ja, aber ich will auch mit. Vielleicht nehmen wir sie doch mit. Wir rufen den David an, das ist doch kein Problem. Der kümmert sich. Das wäre doch eine super Idee. Du bleibst hier, du bleibst auf jeden Fall hier. Ich kann auf die Nerven gehen und das wäre dann... Aber bleib doch jetzt viel schöner hier. Was will ich denn hier noch länger? Reiten. Du, da bist du. Da ist ein Altimeter dabei. Da, und okay, ein Baum. Das ist Heroin, ja. Also die gibt es ja auch mit Pulsmesser. Ja, ja, genau. Aber für mich ist es völlig nutzlos, weil ich spüre ja meinen eigenen Puls und nicht den vom Patienten. Man hat den, ich Schatz, bin Schatz, Schatz, würdest du mir meine Zigarillos geben aus meiner Jackentasche? Das ist das Allerwichtigste. Ja, oder so, das ist typisch für einen Arzt. Jeder, der verstanden zum Arzt kommt, will Blutdruck. Ich glaube, da solltest du dich mit Walter unterhalten. Ja, schau. Die Alten, die habe ich 10 Jahre lang geraucht. Duftet. Was ist denn das? Das ist meine Haarspange. Wo hast du die jetzt her? Aus Walters Jackentasche. Ja, genau, die habe ich im Wald oben beim Pilzesammeln gefunden. Und in dem ganzen Trubel habe ich vergessen, die zurückzugeben. Tut mir leid. Ja, ich habe sie beim Wandern verloren, danke. Das ist nämlich meine Lieblingshaarspange. Ich dachte schon, die ist weg. Mm. Ja, ich bin da wie die Fanny. Nimm die rück ein. Dankeschön. Gerne. Prost. Oh, ich liebe den. Walter, gibt es irgendwas, was ich wissen sollte? Hat das irgendwas damit zu tun, was du mir vorher sagen wolltest? Was war denn nach dem Hagelgewitter? Ja, auf der Hütte mit der Würstelsuppe. Soll jetzt mal raus mit der Wahrheit. Also, die Wahrheit ist, Walter und ich, wir haben uns verliebt. Was heißt das? Das heißt, dass die Nelly und ich eine Affäre haben. Oder? Ja. Nelly, kommst du bitte? Walter, Helmut, kann ich dich kurz sprechen? Nein, bitte setz dich. Halt den Mund. Nelly, ich erwarte dich in 10 Minuten auf dem Zimmer. Okay. Wir müssen uns jetzt wie erwachsene Menschen benehmen. Wenn du das kannst, super. Ich kann das nicht. Aber wir werden uns doch jetzt keine Blöße geben. Gerade jetzt nicht. Helmut. Komm, nimm mich. Du kannst mich jetzt tragen. Bitte, komm. Zieh dich aus. Bitte. Du willst doch auch kommen. Karin, gestern wolltest du mich doch. Jetzt nimm mich doch endlich. Komm, du kannst mich haben. Komm, zieh mich aus. Wie geht denn das? Karin! Aus? Jetzt hilf mir halt mal. Komm zu dir. Komm zu dir. Ich flehe dich an. Oh Gott. Und? Hast du sie gebumst? Hast du meine Socken gesehen?
Wie ist sie denn so im Bett? Liegt sie einfach nur so da oder macht sie richtig mit? Ach, Karin. Scheiße, Kerl! Scheiße! Bist du wahnsinnig? Wächst die ganze Bude auf! Was hat sie, was ich nicht habe? Bei ihr bin ich kein Packesel, kein Fußabstreifer, kein Mülleimer. Das bist du bei mir doch auch nicht. Walter, warum übertreibst du denn auf einmal so? Entschuldige, aber ich muss das jetzt tun. In ungefähr 4 Stunden bin ich wieder da. Natürlich hat sich bei uns einiges abgenützt. Ja, wie auch nicht in 18 Jahren. Aber ich liebe dich immer noch. Ich brauche jetzt einfach ganz viel frische Luft. Der Papa? Der ist schon ganz in der Früh weg zum Pilze suchen. Und wieso hat er mich nicht mitgenommen? Wahrscheinlich wollte er dich ausschlafen lassen nach den ganzen Strapazen gestern. Mama, geht's dir nicht gut? Nee, heute geht's mir nicht so gut. In der Zeit, wo du dein scheiß Abitur hattest, habe ich alles aufgeräumt, geputzt und gewaschen. Können wir mal bitte in der Gegenwart bleiben? Gegenwart, bitteschön. Wer hat gestern die Jeans gewaschen? Ich. Du kennst doch diesen Davide gar. Ja, aber den kann ich doch kennenlernen. Kannst die Sprache nicht? Ja, aber Englisch, das kann heute sein. Du hast doch gar kein Geld für diese Reise. Ich hab Geld, natürlich hast du denn plötzlich Geld. Ich verkauf die Puppen von der Fanny. Nein. Ist mir erlaubt und das teilen wir dann doch, das Geld. Nein. Fanny, das haben wir doch ausgemacht. Wir haben gar nichts ausgemacht. Sebi, kannst du auch mal was sagen? Lässt du endlich mal den Sebi aus dem Spiel? Mir muss es passen, wenn du mitkommst. Und mir passt es nun mal nicht. Morgen. Morgen. Wer ist denn überhaupt die Mama? Die wollten noch einmal ganz früh auf den Spielkugel hinauf. Hä, da war die doch erst. Wie das duftet. Das habe ich gar nicht gewusst, dass meine Töchter so schön Frühstück machen können. Der Sebi ist heute der Koch. Naja. Ja, abgesehen davon, dass ich Familie habe und Verantwortung trage und so weiter, bla bla bla. Blablabla bla, bla, gilt für mich natürlich genauso. Obwohl wir gut zusammenpassen würden. Wir wären quasi füreinander geschaffen. Verliebte sind immer füreinander geschaffen. Ja. Es war sehr schön mit dir. Und ich werde diesen Urlaub auch nie vergessen. Weißt du was, Helmut?
Lass uns heimfahren. Was machen wir denn mit den Sachen vom Papa? Die holt er sich schon, keine Angst. Aber woher weiß er denn, dass wir noch in diesem Hotel sind? Der Bauer wird ihm schon alles sagen. Jetzt mach dir mal deswegen keine Sorgen. Ich habe, Herr Vettel, ich hab nur was für dich. Was ist das? Eine Überraschung. Danke, Traudel. Hat's nicht das gescheiter gewesen, wäre ihr hier gleich noch mal zusammengesetzt und hätte euch ausgesprochen. Du bist gut hier in deiner Almidylle. Überhaupt schuld bist nur du. Hättest du mir nur nie dieses idyllische Plätzchen gezeigt. So kann man es natürlich auch sehen. Blödsinn. Dank dir, Traude. Ist ja gut. Guten Tag. Fendler, mein Name. Meine Gattin und mein Sohn sind bereits hier. Ihre Gattin und Ihr Sohn sind im Hallenbad, soll ich Ihnen ausrichten. Vielen Dank. Na, entschuldigen Sie, Herr Fendler. Die Beschädigungen damals im Zimmer 425, Sie wissen schon, die setze ich Ihnen damit auf die Rechnung, wenn Sie erlauben. Ja, ja, natürlich. Wo ist jetzt mein Schlüssel? Komm, Helmut, lass uns hinterherfahren. Ich brauche jetzt irgendwie Sonne, Sand und Meer.